Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hearts of Iron 4 zusammen mit eurem Rio und dem Kommunen Frankreich, beziehungsweise die Pariser Kommune, so könnte man es nennen. Frankreich heißen wir nämlich eigentlich gar nicht mehr, sondern Pariser Kommune. Ja, wir sind kommunistisch geworden, das war die Wahl, das war eure Wahl und das haben wir durchgedrückt, den Bürgerkrieg haben wir überstanden. Wir könnten uns so langsam mal angucken, was wir hier noch in Südasien haben, Südostasien. Kambodscha. So, wir wären jetzt in der Situation, dass wir beispielsweise ja, sogar hier einen Anspruch fingieren könnten auf Spanien. Aber ja, ich weiß es noch nicht so ganz. Ich weiß auch nicht mehr so ganz, was wir gesagt haben, in welche Richtung wir gehen, ob wir der Kommentaren beitreten oder ob wir eine eigene Allianz, ein eigenes Bündnis gründen. Das wird auch noch ein Punkt werden, der dann doch etwas wichtiger wird. Armeeform haben wir jetzt gerade am Forschen. Und danach wäre es eigentlich auch an der Zeit, uns hier zu überlegen, in welche Richtung wir denn gehen. Die nationale Mobilmachung haben wir. Und wir können dann entweder ein Bündnis erstellen oder der Kommentaren beitreten. Mal gucken. Wir lassen uns das einfach mal auf uns zukommen. Fehlende Ausrüstungsproduktion. Was fehlt uns denn aktuell? Marinebomber. Ah, okay. Ich will ehrlich gesagt gar keine Marinebomber haben, aber ich werde einfach mal für die Aufrechterhaltung 2 produzieren. Jäger könnten wir eigentlich reduzieren. Können wir das hier so ein bisschen reduzieren. So viel werde ich davon wohl nicht am Tag brauchen. Hiervon werde ich auch nicht so viel brauchen. Können wir auch die Fabrikleistung reduzieren und dann erhöhe ich das hier wieder. So. Achso, ich kann auch, hab noch Werften. Ich kann noch was bauen und zwar bauen wir doch noch ein schönes Schlachtschiff. Leider nicht, leider keine wirkliche Marineerfahrung bekommen, obwohl ich, ah ne, ich habe Seegefechte verloren. Frankreich versus, nee, Pariser Kommune versus irgendjemanden. Handelskonvoi versenkt durch per se. Hm. Ich würde mal schwere Kreuzer produzieren. In der vollen Auslastung. Und zwar 4 Stück. Erstmal nicht genügend Ressourcen. Uns fehlen, fehlt Öl. Öl, Öl, Öl. Wir haben ja mit den USA da einen kompetenten Bündnispartner, beziehungsweise kompetenten Partner. Vielleicht könnten wir die auch in Richtung Richtung Kommunismus drängen. Ich wäre auch geneigt, Italien anzugehen. Ich kann leider nicht wirklich den ersten Schritt machen. Wir müssen abwarten, was Deutschland macht. Wir müssen schließlich die Maginot-Linie halten. Das ist eigentlich das große Problem, vor dem wir stehen. Solange wir die nicht halten, die Regierung ändern. Armeereform ist durch. Und wir könnten jetzt anstatt begrenzt beispielsweise auf nee, nicht nur Freiwillige. Auf jeden Fall würde ich ganz gerne den Exportfokus. Kann ich auch noch nicht. Die Kriegswirtschaft haben wir drin. Exportfokus haben wir drin. Bringt uns mehr Fabrikleistung. Freihandel finde ich prinzipiell nicht so geil. Ich weiß noch nicht. Also, da gehe ich jetzt erstmal nicht ran. Alle Erwachsenen, letztes Aufgebot nach Bedarf, umfangreich. Wenn, dann würde ich es auf umfangreich setzen. Wobei wir jetzt noch fast eine Million haben. Den führenden Industriellen können wir mit reinnehmen. Der ist eigentlich immer ganz sinnvoll. Den Charmeur brauche ich nicht. Kriegswirtschaftler brauchen wir aktuell auch nicht. Rüstungsorganisator, nee. Quartiermeister, nee. Ich würde den Industriellen mal nehmen. Das bringt uns zwar nur, in Anführungszeichen, also es bringt uns keine militärischen Umbau, aber ja. Aber es bringt uns eben zivilen Umbau und der bringt uns, beziehungsweise zivile Effizienz und die bringt uns am Ende doch ein Stück mehr als die militärische.
weil sie einfach flexibler ist. Da können wir dann frei entscheiden, ob wir jetzt damit eine militärische Fabrik bauen wollen oder eine Zivilfabrik oder so. Das bringt bei beidem gleich viel Produktivität. Und die militärische Effizienz, die ist eben tatsächlich nur bei der militärischen Produktion angesiedelt. Luftschwerpunkt oder Marineschwerpunkt? Ich nehme erstmal den Luftschwerpunkt. Und dann werde ich mir zum nächsten Part überlegen, ob wir die Humanité Unie machen oder ob wir der Kommentaren beitreten. Und dazu gucke ich mir dann auch noch die Meinung an. Ich glaube nämlich, das habe ich schon mal gefragt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Oh, wir haben ganz schön viel Destabilität gebracht. Wir haben mehr Instabilität gebracht als Spanien oder Deutschland mit den Kriegen. Also Spanien mit dem Bürgerkrieg und Deutschland mit dem Krieg gegen Rumänien. Wir haben ganze 14,9 Spannung hinzugefügt. Das ist natürlich krass. So. Ich könnte eigentlich auch mal sagen, hier Schweiz, das wäre doch mal eine Idee. Parteipopularität steigern für die Kommunisten. Oh, die sind ganz schön faschistisch aktuell. Fast 12%. Die Panzerabwehr ist fertig. Ups. Ich wollte noch nicht rausklicken. Ich wollte mal schauen, was wir hier forschen können. Das ist alles dabei. Da sind wir dabei. Verschlüsselung habe ich noch nicht. Dann nehmen wir die mal. Ich nehme mal die Verschlüsselung mit. Ist der aktuell im Krieg mit irgendjemandem? Der ist im Krieg. Deutsches Reich kämpft einen Angriffskrieg gegen Rumänien. Angreifer, Verteidiger ist das Vereinigte Königreich. Das ist mir total entgangen. Was wäre denn... Ach, Belgien hat Freiwillige. Was wäre denn, wenn ich hier sage, dass ich ein Kriegsziel rechtfertige? Und zwar einfach mal Flandern beispielsweise. Ah, ich brauche mehr politische Macht. 31 politische Macht. Ich brauche 11 mehr politische Macht. Okay. Aber wäre auf jeden Fall drin. Italien ist auch schon im Krieg. Polen weist deutsches Ultimatum zurück. Bin mal gespannt, was die Deutschen jetzt machen, wenn die schon sich im Angriff befinden. Es wären Kriegsziele gegen uns oder irgendwen fingiert. Wer fingiert? Deutsches Reich fingiert gegen uns. Sehr interessant. Eigentlich müssten die nicht fingieren, weil sie haben ja schließlich einen Schlachtenplan. Rumänien ist den Alliierten beigetreten, das war zu erwarten. Ich glaube, ich habe nicht mal 1% bisher, ne? 3% müssen es sein, doch. 3% KPS. Ich breche es erstmal ab, so gerne ich das weitermachen würde. Aber ich brauche gerade die politische Macht, denn ich würde eigentlich gerne Belgien und Holland angreifen. Holland, weil gute Ressourcen. Und Wallonien. 2 mehr politische Macht brauche ich dafür. Belgien ist den Alliierten beigetreten. Shit. Ah, wollte ich nicht. Dann, wie sieht es denn mit España aus? España wäre doch ein schönes Ziel. Katalonia. Wie lange brauche ich denn dafür eigentlich? Habe ich jetzt nicht nachgeguckt. Und die mehr haben die nicht. Die sind insbesondere nach dem Bürgerkrieg extrem geschwächt. Die Niederlande ist ebenfalls den Alliierten beigetreten. Ich könnte rein theoretisch auch noch mehr schwere Panzer bauen. Ich bringe die mal da nach unten hin. Unverschämte Forderung. Italien beansprucht griechisches Territorium. Die Italiener anzugreifen wäre natürlich auch eine Maßnahme, ne? Aha. Ich sehe schon was, was mir nicht ganz so gut gefällt. Die Deutschen greifen hier oben an. Ich baue noch eine Zivilfabrik, denke ich. Die greifen hier oben an, greifen Holland an. Die greifen gleichzeitig Polen an. Wenn
nicht jetzt auch noch angreifen würde. Ich will mich aber nicht jetzt einfach mal in den Krieg reinstürzen. Solange wir noch können, baue ich das noch auf. Was habe ich denn hier noch stationiert? Ja, eigentlich, mich juckt es in den Fingern, bin ich ganz ehrlich. Aber viel kann ich aktuell noch nicht machen. Ich würde so gerne gerade die Deutschen hier angreifen. Aber ich möchte auch ganz gerne noch auf die Infanteriedivision hier warten. Und zwar die Alpendivision, die hier weiter die Grenze verstärken. Dass ich hier nur Alpine habe. Und die Italiener hier quasi tut den Faschisten. Okay, Maurice Torres fordert die Vernichtung des spanischen Nationalismus. Dass wir hier die Grenze ein bisschen stärken. Ach so, übrigens, ganz witzig, das kann ich an der Stelle nochmal sagen. In den Kommentaren zum, ich glaube beim letzten Part war das, kam, ja, ist ja irgendwie ganz schön witzig, dass Charles de Gaulle General in einem kommunistischen Frankreich ist. Das stimmt tatsächlich, weil Charles de Gaulle nämlich ja, eher rechter Zeitgenosse war. Also er war eher so nationalistisch angesiedelt und weniger sozial. Luxemburg. Ich glaube, ich sollte die Grenze ein bisschen erweitern. Dummerweise kann ich hier die Frontlinie nicht ganz gerade ziehen. Ich setze euch einfach mal dahin. Und hier drei Soldaten setze ich eine kleine Frontlinie. Und dann rotieren wir mal hier noch ein bisschen neu. Wenn er jetzt Luxemburg angreift, muss ich gucken, dass ich die Grenze da ordentlich besetzt habe. Ich glaube, ich sollte vielleicht doch lieber der Kommentaren beitreten, ne? Das hat mir ein bisschen mehr, hält mir ein bisschen mehr den Rücken frei. Weil ich nicht glaube, dass ich hier großartig ein starkes Bündnis aufbauen kann mit vielen kommunistischen Fraktionen. Ansonsten würde ich nämlich ganz gerne Großbritannien in meine Fraktion bringen, aber die sind jetzt natürlich schon im Alliiertenbündnis. Und ich weiß nicht, da gestehe ich Unwissenheit, wie die Verteilung, wie die Mechanik ist, wenn eine Fraktion bzw. eine Nation bereits in einem Bündnis ist, einem Bündnis zugehörig ist und man es in ein eigenes Bündnis ziehen möchte, wie das dann funktioniert. Eine Maßnahme wäre, Irland in mein Bündnis zu holen, weil die sind nicht den Alliierten beigetreten. Die sind tatsächlich auch noch keinen Alliierten beigetreten, aber ich habe die blöde Vermutung, dass sie bald den Achsenmächten zugehörig sind. Ich könnte versuchen, Bosnien in die kommunistische Richtung zu drängen. Und ich muss mich verteidigen. Die sind auch bereits den Alliierten beigetreten, ja. Bosnien ist relativ groß, aber nicht mächtig. Ungarn wäre noch schön, ne? Ungarn hätte ich echt gerne. Aber die sind auch bereits den Achsenmächten beigetreten. Das ist eine schwierige Frage. Das ist echt eine schwierige Frage, ne? Ich würde so gerne mal das probieren. Aber ich spiele auch auf Iron Man. Und ich habe jetzt ungerne, dass ich auch die eben ein eigenes Bündnis gründe und dann zugrunde gehe. Weil ich das ganz gerne einmal so durchspielen wollen würde.
echt eine schwierige Entscheidung. Rein vom Spielerischen her wäre ich eher für eigenes Bündnis, weil das halt nochmal eine gewisse Offenheit bietet. Aber allein aufgrund der Tatsache, dass es wesentlich riskanter ist, habe ich da ein bisschen Bammel vor. Vor allem, weil die Ausgangssituation, glaube ich, nicht so hundertprozentig perfekt ist. Ich glaube, für ein eigenes Bündnis hätte ich früher schon verschiedene Staaten in eine bestimmte Richtung drängen müssen. Und hätte vielleicht auch schon früher den Kommunismus anheimfallen müssen. Das klingt jetzt fast wie eine Krankheit. Dass ich zum Beispiel vielleicht ein republikanisches Spanien hätte, was ich mit in mein Bündnis bekomme. Denn republikanisches Spanien und das kommunistische Frankreich zusammen ergibt schon eine ordentliche Macht, wo ich dann mehr in Richtung Zentraleuropa agieren könnte. Beziehungsweise, ja gut, ja doch, Zentraleuropa kann man das schon nennen. Also gen Deutsches Reich und Italien etc. pp. Und aufgrund der Tatsache werde ich wohl der Kommentaren beitreten. Ah, schwierige Entscheidung, aber ich halte es aktuell für die vernünftigere Entscheidung. Für die wesentlich vernünftigere Entscheidung. Und wir beobachten weiter, was hier an der deutschen Grenze passiert. Ich würde sehr, sehr gerne auf die Spanier hüpfen. Allerdings gestaltet sich das, glaube ich, aktuell noch als schwierig, weil die Bedrohung hier an der Ostfront dann doch ziemlich gehörig groß ist. Und hier habe ich irgendwie ein Problem, dass ich nicht genügend Ausrüstung baue, oder was? Ich gehe mal auf die Produktion zurück und werde die mal ankurbeln. So. So. Und wir bauen noch etwas mehr Militärfabriken, würde ich sagen. So, mal eine ganze Reihe hier. Die Ungarn sind da, glaube ich, auch gerade, naja. Sogar die Spanier haben da freiwilligen Trupps. Ja, bei dem bin ich echt... Sind auf jeden Fall nicht in einem Bündnis. Fortschrittliche Maschinenwerkzeuge sind fertig. Dann würde ich sagen, gehen wir doch einfach mal auf... eine verbesserte Pack. Und an der Stelle... verabschiede ich mich von euch. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Falls es euch gefallen hat, dann lasst mir doch ein Däumchen da und bis zum nächsten Mal. Euer Rio. Ciao.